mit der Geburt zusammen, dass da im Kopfbereich gewisse Sachen einfach verletzt. Körper und Geist gehören unabdingbar zusammen. Eine Weisheit, die sich Albrecht und Annette Moslina ganz und gar verschrieben haben. Wie unterstützend dabei eine gesunde Umgebung sein kann, zeigt sich, wenn Sie als Besucher oder Patient ins Tiroler Land reisen. Zum Beispiel nach Going, bekannt unter anderem als Filmkulisse für die Erfolgsserie Der Bergdoktor. Gleich um die Ecke, nur wenige Gehminuten vom Seriendrehort entfernt, hat sich der echte Doktor mit seinem Team niedergelassen. Zu Füßen des Kaisergebirges liegt das internistische Ordination- und Gesundheitsinstitut MedVital. Bereits von außen sieht man, dass der Patient hier willkommen ist. Am Empfang sitzen Mitarbeiterinnen, die sie stets mit einem Lächeln begrüßen und zeigen, hier sind sie keine Patientennummer, sondern Mensch. Ein besonderes Interesse galt mir immer den Menschen, die in unserer heutigen Gesellschaft unter Stress oder Burnout leiden. Und ich habe mir überlegt, was kannst du für diese Menschen tun, neben dem Einsatz der Technik und auch der Naturheilkunde? Ich habe mir dann überlegt, dass man es am besten dort macht, wo die Menschen auch mal komplett entspannen können. Und das ist hier in der Region Wilder Kaiser in optimaler Form möglich. Ich behaupte mal, wir leben hier in einer der schönsten Regionen dieser Welt. Wir haben alles, eine gesunde Natur, wir haben Berge, wir haben Flüsse, wir haben Seen, wir haben Almwiesen, wir haben die Möglichkeit, alle Sportarten zu betreiben. Und wenn man diesen Aufenthalt eines Gastes mit einer effektiven Medizin verbindet, dann hat man als Arzt auch eine große Zufriedenheit erreicht. Schulmedizinische Aspekte, gepaart mit Naturheilkunde und Energiemedizin. Mit diesem völlig neuen Konzept sind Albrecht und Annette Moslina seit Herbst 2011 in Österreich tätig. Ja, im letzten Jahr haben wir es realisiert, sind dann hierher gezogen und sind dankbar und glücklich, dass wir hier sein dürfen. Schwerpunkte der Behandlungen und Therapien sind Erkrankungen des Herzens, der Gefäße, des Bauchraumes, Schilddrüse, dem Lungen- und Bronchialsystem. Alles im Einklang mit der Schul- und Naturmedizin. Ganz besonders viel Wert legt das Gesundheitszentrum aber auf das sogenannte ganzheitliche Behandlungssystem. Ganzheitlich bedeutet für mich, dass man den Menschen in seiner Komplexität voll erfasst, nicht nur die Körperlichkeit, nicht nur die Laborwerte, nicht nur die Ultraschallbefunde, nicht nur die endoskopischen Bilder, sondern eben auch seinen Geist und seine Seele. Und man kann sich vorstellen, es ist viel, viel einfacher, eine Leber zu untersuchen und auch ein Herz, als sich in die Seele eines Menschen einzuarbeiten. Das kostet natürlich etwas Zeit, das kostet Professionalität, das kostet natürlich auch die Bereitschaft, dass sich sowohl der Therapeut als auch der Patient öffnet. In der Regel bekommt er leider Gottes eine Tablette und geht nach Hause und man hofft, dass diese Schmerzen, diese Symptomatiken verschwinden. Wir gehen einen Schritt weiter, wir sagen, warum hat er dieses Symptom, wo kommt es her? Und nehmen dann natürlich verschiedene Möglichkeiten mit hinzu, diesen Menschen zu diagnostizieren und auch zu therapieren. Die Seele eines Menschen hat aber eine immense Bedeutung. Etwa 70% aller Erkrankungen werden durch psychosomatische Störungen ausgelöst. Und das wird in der klassischen Schulmedizin vernachlässigt. Wir behandeln in der Schulmedizin ein Symptom, ohne uns auf die eigentliche Ursache einer Erkrankung zu konzentrieren. Und hier genau setzt die ganzheitliche Medizin an, diese Störungen, diese psychosomatischen Störungen, diese geistig-psychischen Störungen auch zu erfassen, zu erkennen und mitzubehandeln. So wie beim Bioscan, einem Verfahren, das aus der russischen Raumfahrt stammt. Wo wir mit einer Treffsicherheit von 93% Diagnosen stellen können, die wir dann auch durch die klassische Schulmedizin immer wieder belegen und auch rechtfertigen, indem wir meinen Mann hinzuziehen und sagen, wir kombinieren die Ganzheitsmedizin eben mit der Schulmedizin. Der Bioscan gibt Ausschluss darüber, welche Informationen befinden sich im Organismus eines Menschen. Ist er belastet mit Keimen, mit Parasiten, mit Krankheitsbildern, mit Erregern, mit verschiedensten Dingen, die man vielleicht nicht immer in der klassischen Laboruntersuchung finden kann. Sauerstofftherapie ist ganz wichtig. Wir könnten nicht leben, wenn wir keinen Sauerstoff hätten. Das ist einfach das Benzin des Motors, ist für uns Menschen der Sauerstoff für den Organismus. Leider kommen viele Menschen gar nicht mehr dazu, das in der Natur zu genießen, vor allen Dingen die gute Luft zu genießen.
Und dann gibt es schon Defizite im Organismus, wo einfach Sauerstoff fehlt. Wir stellen fest, wenn wir Patienten mit unserem ionisierten Sauerstoff behandelt haben, dass sie in kurzer Zeit wesentlich vitaler sind, wesentlich fitter sich fühlen. Die Gesichtsfarbe verändert sich wieder und sie sind einfach wieder mobiler. In den verschiedenen Behandlungsräumen des MedVital-Gesundheitszentrums fällt besonders die geschmackvolle Inneneinrichtung auf. Kalte und triste Räume findet man hier nicht. Warme und aufeinander abgestimmte Farbtöne sorgen für Behaglichkeit und Wohlbefinden. Für viele Menschen ein unangenehmes Thema, die Darmspiegelung. Doch auch hier hält das Gesundheitsinstitut eine für Österreich fast schon revolutionäre Behandlungsmethode bereit. Man muss sich das so vorstellen, dass eine kleine Minikamera in Form einer größeren Vitaminpille über den Mund aufgenommen und verschluckt wird. Diese Kapsel nimmt dann ihren Weg, ihren natürlichen Weg über den Magen-Darm-Trakt und macht auf ihrer Reise bis zum Ausgang des Darmes etwa 80.000 Fotos. Das ist natürlich eine sensationelle Technik, wenn man sich überlegt, dass man alternativ für eine solche Untersuchung ansonsten einen Schlauch schlucken müsste oder aber sogar Endoskope über den After in den Darm eingeführt werden. Der Vorteil der Kapselendoskopie ist darüber hinaus, dass man wirklich alles erkennen kann. Mit unseren Kapseln sieht man praktisch vom Mund bis zum After die Innereien eines Menschen und kann damit natürlich Störungen auch zum Beispiel im Dünndarm erkennen, die einer normalen Endoskopie nicht zugänglich sind. Durch einen guten Freund, der hat uns den Tipp gegeben, macht doch einmal diese Kapselendoskopie. Das ist ganz was Tolles. Und eigentlich durch das haben wir dann mehrere Untersuchungen machen lassen. Diese Bioresonanz und meine Schilddrüse und Bluttest, alles. Also das volle Programm und wir sind sehr zufrieden. Eine Darmspiegelung völlig schmerzfrei. So etwas spricht sich rum. Sehr angenehm, muss ich sagen. Ich bin vermittelt worden von Kollegen. Ich habe jetzt eine Darmspiegelung gehabt, vorhin gerade. Muss sagen, war sehr angenehm, auch die Atmosphäre. Auf gute Atmosphäre im Gesundheitszentrum wird besonders viel Wert gelegt. So auch bei der Massage. Peter Rinner ist hierfür zuständig. Ein normaler Masseur? Ganz klar, nein, Ausrufungszeichen. Peter ist kein gewöhnlicher Masseur. Peter ist schon ein Heilmasseur, so möchte ich ihn bezeichnen. Peter hat die Fähigkeiten, Dinge aufzuspüren im Organismus, die sicherlich in der klassischen Massage einfach verloren gehen. Er nimmt sich 1,5 Stunden Zeit für diese Behandlungen und arbeitet sehr feinstofflich am Organismus. Ich arbeite seit 23 Jahren als Energetiker. Für mich ist wichtig, den Menschen als Ganzes zu sehen, als Einheit. Es ist heutzutage, sind die Menschen sehr gestresst, haben sehr viel Arbeit und da kommt das neurovegetative Nervensystem durcheinander. Und meine Aufgabe ist, oder unsere Aufgabe in dieser Praxis, weil wir auch Energiemedizin machen, das Ganze wieder zu lösen, dass der Mensch wieder mehr Lebensqualität hat. Wenn ich einen Menschen berühre, dass ich Sachen spüre oder aufspüre, Blockaden aufspüre und versuche dann diese wieder in seine Bahnen zu bringen. Das heißt, Blockaden sind Störfelder und die soll man lösen. Wenn man hier aus dieser Massage kommt, man fühlt sich so wohl und so frei und so leicht. Das merkt man sofort nach der Massage, dass da was passiert ist im Körper. Ich meine, der hat fast heilende Hände. Das ist nicht nur eine Massage. Er berührt einen ganz sanft und weiß, wo die Punkte sind, die man braucht, um das aufzufüllen, was einem fehlt. Konnten wir Sie auf das Arzt- und Gesundheitszentrum MedVital in Gröning neugierig machen? Dann hätten wir da etwas für Sie, denn wir haben festgestellt, dass viele Menschen mittlerweile mehr haben möchten als einfach nur Urlaub. Und sind dann auf die Idee gekommen, das mit einigen Hotels, mit denen wir uns
gut verstehen und mit denen wir auch dann natürlich kooperieren, zusammenzuarbeiten. Wir haben also unterschiedliche Beherbergungsbetriebe, die wir zukünftig anbieten wollen. Es ist einmal das wirklich fast schon weltberühmte Hotel Stangelwirt hier in Goeing. Dann natürlich das Hotel Seiwald. Das ist für uns ein Wellness- und Familienhotel, wo sich der Gast auch sehr persönlich aufgehoben fühlt, weil die Besitzer natürlich ein Auge auf jeden Gast haben und diese persönliche Atmosphäre von vielen Gästen gewünscht wird. Die Menschen kommen dorthin, haben ein schönes Ambiente, wo sie wohnen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie dann ein, zwei Tage, bei Bedarf natürlich auch mehr, zu uns kommen, sich Termine geben lassen, durchchecken lassen, sich auftanken lassen und dann aber den Rest ihres Urlaubs einfach in einem netten Hotel verbringen können. Aber zum Dritten möchten wir auch die klassische Almhütte anbieten oder die Berghütte, wo Menschen, die wirklich komplett mal vom Laptop und vom Handy entfliehen wollen, wirklich in ganz romantischer und abgeschiedener Atmosphäre ihren Urlaub verbringen können.